haben Montag, den 17. September, Tag 3 unserer Reise nach Korsika. Nach überwiegend freundlicher Überfahrt erwischt uns in Bastia ein schweres Gewitter. Das Hotel Thalassa bietet uns Unterschlupf vor den schweren Regengüssen und gute Verpflegung. Erba Lunga, nördlich von Bastia, fasziniert uns durch seine morbide Schönheit. Unter strahlend blauem Himmel geht unsere Fahrt weiter Richtung Norden an der Ostküste des Kapkors. In unser Blickfeld rückt der Tour de l'Os, einer von 60 verbliebenen Genueser-Türmen, die im 14. bis 16. Jahrhundert zum Schutz der Insel vor nahenden Barbaren errichtet wurden. Kurz hinter dem Turm empfiehlt sich das kleine Dörfchen Porticciolo. Leider war der Fahrer der Varadero nicht dazu zu bewegen, in den Ort zu fahren. Stattdessen weiter an der Küste nach Marchinaccio und weiter an das Kap. Wir nehmen die Straße 153 nach Tollare und werden hier mit wunderschönen Ausblicken auf den nördlichsten Punkt Korsikas, die Ile della Giraia, belohnt. Nach einem eindrucksvollen Badenachmittag am Kap fahren wir über die kleine Bergortschaft Ersa nach Centuri Port, einem Bilderbuchfischerort an der Westküste. Nach unserer Übernachtung in Centuri Port gibt es eine schnelle Benzinaufnahme am Straßenrand. Es geht entlang der Westküste Richtung Süden nach Saint-Florent.
Die D80 bietet eine wunderbare Steilküste, schöne Ausblicke auf türkisblaue Buchten, Kurven ohne Ende. Nach Nonza erreichen wir eine besonders schöne Stelle an der Westküste, Marina di Negru.
kurz vor unserem Etappenziel Saint-Florent und dann nehmen wir noch einen Abstecher in die Berge. Wir möchten das Kirchlein San Michele in der Nähe von Murato besuchen. San Michele, gestreift aus dunkelgrünem Schiefer und weißem Kalkstein, wirkt zweifellos besonders. Im nahen Dorf Pieve sind einige interessante Meniere ausgestellt. Wir übernachten im schön am Strand gelegenen Hotel Titolar in Saint-Florent. Die Dessert des Agriates bleibt uns leider mit unseren schweren Motorrädern aufgrund aufgeweichter Wege verschlossen. Schöne Bergdörfer wie Spelunkato mit gestapelten Häusern können wir bewundern. Auf dem Weg in die Bucht von Calvi kommen wir an der kleinen Kapelle Santa Maria Assunta vorbei. Wir nutzen deren schattige Haine für unsere Rast. Übernachtung in Calvi. Im Hotel Le Saint Erasme genießen wir schöne Ausblicke über die Bucht. Hinter Calvi genießen wir die interessante Auffahrt zum Kloster Notre-Dame de la Serra. Die Küstenstraße im Westen führt uns weiter nach Süden bis zum Fangutal.
Nachdem wir die Macchia des Fangu-Tales durchquert haben, gelangen wir an den Golf del Porto und freuen uns auf die Auffahrt zu den Calanques. Die Einfahrt zur bizarren Felsenlandschaft der Calanques beginnt mit einem Stau. Wohnmobil und Bus passen einfach nicht aneinander vorbei. Nachdem sich alle zurechtgerückt haben, genießen wir die wunderschöne Aussicht auf den Golf de Porto. In der Welt aus rotem Granit entdeckt man Herzchen und Gestalten, Tiere, Gesichter.
kurvenreich und rosarot gestaltet sich die Abfahrt nach Porto. Wir übernachten dort im Hotel Costa Rossa. Porto war leider unser Point of Return. Wir müssen zurück zur Fähre nach Bastia. Wir fahren über die D84 und begegnen tierischen Weggefährten. Wir genießen die letzten Stunden in Korsika, durchqueren die Scala di Santa Regina und fassen den Entschluss, wiederzukommen, denn schließlich müssen wir den Süden der Insel noch erkunden. Nun heißt es umpacken, das kleine Negligé für die Übernachtung auf der Überfahrt nach Nizza.